Wir führen hier jetzt völlig falsche Diskussion. Das, was Sie angeschnitten haben, geht doch in die völlig falsche Richtung. Wir stehen zum Recht auf Asyl. Wir möchten den Menschen helfen, die wirklich fliehen müssen. Aber wir möchten nicht, dass ein Großteil der Migranten diese Gastfreundschaft missbraucht. Und wir sehen ganz klar, asylberechtigt sind nur kaum 2%. Die restlichen sind Wirtschaftsmigranten. Und mittlerweile ist das sogar so weit, dass in Syrien 500.000 Syrer sind schon in der Binnenmigration zurückgekehrt in die Städte, wo kein Krieg mehr herrscht. 300.000 Syrer sind aus der Türkei zurück nach Syrien gekommen. 200.000 alleine nach Aleppo. Das heißt, die Diskussion bei uns müsste anfangen, da zu sagen, liebe Freunde, jeder, der 2015 an der österreichisch-bayerischen Grenze behauptet hat, er kommt aus Syrien, der kann jetzt wieder zurück in seine Heimat gehen. Herr Büstlund, da muss ich kurz einhaken. Das steht auch so in Ihrem Wahlprogramm, da steht drin, entfällt der Fluchtgrund im Herkunftsland anerkannter Asylbewerber, endet in aller Regel deren Aufenthaltserlaubnis, Sie müssen zurückkehren. So steht es in Ihrem Wahlprogramm. Sie sind, bezeichnen Sie selbst als waschechter Flüchtling, sind 1988 aus der Tschechoslowakei gekommen. Nach dieser Logik, die Sie gerade gesagt haben und die in Ihrem Wahlprogramm steht, dann hätten Sie ja nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990 und nach dem Ende des Kommunismus auch wieder zurück in die Tschechoslowakei gegangen. Hätten Sie das damals gut gefunden? Ja. Hätten Sie nicht gut gefunden? Selbstverständlich, fände ich in Ordnung. Fänden Sie in Ordnung? Ja, absolut. Gut, das lassen wir dann so stehen. Meinen Sie denn? Ich sage Ihnen noch eins dazu. Schauen Sie mal, wenn Sie als Flüchtling anerkannt werden, Sie bekommen einen Reisepass, in dem steht, gültig für alle Länder der Welt, außer, und dann steht da das Land, aus dem Sie geflüchtet haben. Wenn der Fluchtgrund entfallen ist, selbstverständlich. Herr Büstrom, würden Sie denn sagen, dass ein syrischer Flüchtling, der zu uns kommt, gleiche Chancen hat, sich hier einzuleben wie Sie damals? Hat er die Chance, Ihre Aufsteigerkarriere zu machen? Glaube ich nicht, aber nicht wegen der Rahmenbedingungen, sondern wegen seiner Vorbildung. Also ich hatte auch im Deutschkurs zum Beispiel zwei Iraker, die nicht mal lesen konnten, unsere Schrift, und die haben sich sehr schlecht integriert. Und das ist ja das Problem auch bei den Syrern. Schauen Sie mal, offizielle OECD-Statistik sagt, dass die Syrer, selbst wenn sie dort eine Schulbildung absolviert haben und 8 Klassen absolviert haben, die sind auf dem Niveau von einer deutschen 3., 4. Klasse. Die können Grundrechenarten und Basics im Lesen. Und das stellt uns vor enorme Probleme bei der Integration. Und wir sagen, die Integration ist eine Bringschuld. Das muss jeder Flüchtling selbst erbringen. Das ist nicht die Aufgabe unserer Gesellschaft und unserer Politik. Unerträglich halte und die Probleme eher fördern, wenn man Leuten, die bei uns versuchen, Schutz zu finden, den Zuzug ihrer Kinder, ihrer Familien verweigert. Dann macht man mehr Probleme, als wenn wir es nicht machen. Und jetzt wollte ich noch mal auf Sie persönlich was sagen. Bitte. Sie haben ja vorher selber gesagt, Sie haben Asylrecht mit Ihren Eltern beansprucht. Ja. Sie sagen aber selber, die Asylanten sollten zurückkehren, wenn dann der Fluchtgrund weg ist. An dieser Stelle muss ich für einen ganz kurzen Moment unterbrechen. Seit Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist, haben die Anzahl von unerwünschten Impfungen, Organspenden oder aber Handlungen zugenommen. Und um dies eben zu verhindern, müssen Sie sich unbedingt eine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte zulegen. In dieser können Sie unerwünschten Behandlungen widersprechen und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen und diese Dokumente passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Sie haben eben energisch den Kopf geschüttelt. Und ich sehe Sie zappeln hinter Ihrem Punkt. Naja, nein, ich würde gerne erstmal dem Kollegen von den Linken antworten, wenn er schon nach den persönlichen Befindlichkeiten fragt. Schauen Sie, wir haben uns sehr schnell integriert. Ich habe innerhalb eines Jahres Deutsch gelernt. Wir haben uns eine Arbeit gesucht. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Das heißt, wir waren schnell integriert. Ja? Also das ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Wer integriert ist, bleibt. Wir haben jetzt in Deutschland 600.000 ausreisepflichtige Ausländer, die müssen nach Hause gehen, die müssen abgeschoben werden. Und gleichzeitig schlagen Sie vor, dass wir 400.000 Syrer im Zuge des Familiennachzugs hier reinholen, in der gleichen Zeit, in der die Syrer aus der Türkei zurück in ihre Heimat gehen. Machen Sie Ihre Politik weiter so? 58% der Deutschen sind dagegen. Bis dran. Sie wollen als AfD eine Grundsicherung für Rentner. Wie wollen Sie das denn finanzieren? Ja, das ist richtig. Das steht in unserem Wahlprogramm.
Und schauen Sie, das ist darauf begründet, wir haben 12 Millionen Menschen in Deutschland, die unter der Armutsgrenze leben. Ja? Die Hälfte, und wenn wir uns hier Oberbayern, das reiche Oberbayern mit der reichen Metropolregion München mittendrin, hier sind jeder Zweite hat weniger als 800 Euro im Monat. Und die gleichen Politiker, die hier alle stehen, die haben jahrelang, als es darum ging, die Renten zu erhöhen, haben gesagt, es gibt kein Geld, wir müssen sparen, die schwarze Null muss stehen. Die haben wir nie gesagt. Ja? Ja, ihr nicht, aber CSU, SPD. Ja? Und jetzt heißt es plötzlich, ja, dieses Kapitel, ich sage das deswegen, weil dieses Kapitel die Überschrift hat, soziale Gerechtigkeit. Und hier kommt ein enormer Sprengsatz in die Debatte, denn die gleichen Politiker, die das immer gesagt haben, es gibt kein Geld, die sagen jetzt plötzlich, wir sind ein reiches Land, das Geld ist da, das haben wir erwirtschaftet und möchten 50 Milliarden aufteilen, verteilen für Migranten, die keinen Cent eingezahlt haben. Und wir müssen zuerst daran denken, wie man den Menschen, die ihr Leben lang, eingezahlt haben in die Sozialkassen, die müssen erstmal die Grundsicherung. Für so viel die Zeit. Die Landen kriegen auch dann Rente. Diesen Aussagen kann ich nur zustimmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre ganz persönlichen Dokumente und bis bald.